Ja, hi Leute und willkommen zu Part 3 von Let's Play Splinter Cell. Und wir sind hier wieder mal, könnte man sagen, weil die Aufnahme ist verkackt. Nein, eigentlich nicht die Aufnahme, sondern ich hab's verkackt. Ich hab diesen Teil schon aufgenommen eigentlich, zusammengeschnitten und alles, aber nicht gerendert und trotzdem gelöscht. Also muss ich das hier jetzt nochmal machen. Das heißt, dass sich dieser Part ist nicht wirklich blind. Kann natürlich trotzdem passieren, dass ich fehle und so. Egal. So, und zwar habe ich auch jetzt herausgefunden, wo der Code ist. Und es ist nicht klassisch oder so. Es ist auch nicht normal, wo sich so spezielle Sachen eben verstecken. Wie könnte man auch darauf kommen, dass er hinterm Bild ist? Naja. So. Mist! Was ist los? Blausteins Herz hat vor 43 Stunden aufgehört zu schlagen. Und die CIA hat das nicht gewusst? Doch. Schön, dass sie es uns gesagt haben. Sein Implantat hat sich 6 Stunden nach seinem Tod deaktiviert. Die letzten Daten kamen von einer Polizeidienststelle. Details im Offset. Okay. So. Der Code. Lautet 091772. 091772. Und auf. Ach ja, und die Musik ist übrigens irgendwie, keine Ahnung, ein Bug oder so. Eigentlich hat mich gar niemand bemerkt. Keine Ahnung, wieso das ist. Wie gesagt, es ist zwar nicht wirklich blind jetzt dieser Part, aber Fehler passieren natürlich trotzdem und ganz auswendig weiß ich natürlich auch nicht mehr. Fischer, ich widerrufe meinen Befehl bezüglich der Straßen. Wir haben den Funkverkehr der Polizei von Tbilisi abgehört. Die Jungs sind Gauner, aber wenigstens wollen sie keinen Ärger bekommen. Es steht dir ab jetzt frei, jede Straße zu benutzen. Tu, was du tun musst, um die Vermissten zu finden. Okay. 4 Schlösser, okay. Öffnen und die Musik ist weg, das beruhigt mich. Die Mieten kosten heute fast ein Vermögen. Leichentische sind billig. Ja, wir könnten dich günstig auf einem Leichentisch unterbringen. Ich habe nichts gemacht. Bitte. Nichts? Was ist mit dem Angriff auf einen Polizisten, üble Nachrede und dem übermäßigen Alkoholkonsum? Du hast gesagt, wir seien kriminell. Dann sperrt mich ein. Ich bin müde. Hast du nicht zugehört? Gefängnismieten sind gestiegen. Heute sterben ist kostenlos. Wenn du nur schlafen willst, kostet es 100 Lari. Bitte. Ich will... Oh, was machen wir jetzt mit ihm? Durchsuch die Taschen. Ich frag nach. Geht klar. Einheit 3. Haben hier einen 1053. Möglicher Überfall. Könnt ihr einen Arzt schicken? Machen Sie Einheit 3. Hier brennt allerdings ein Warenhaus. Kann also etwas dauern. Verstanden. Wir warten bei dem Opfer. Einheit 3. Ende. Überfall? Können wir Coaster anhängen? Gute Idee. Cooler Akzent. Sag mal schauen, ob das was bringt. Ich glaube, ich habe ein Geräusch gehört. Gut.
Okay, aber immerhin ist der Weg jetzt frei. So. Die räume ich mal weg hier. Ich wüsste aber auch nicht, wie man da durchkommen soll, ohne entdeckt zu werden. Keine Ahnung, weil als ich es aufgenommen habe, aber dann halt gelöscht und so, da habe ich es auch nicht geschafft und ich habe wirklich keine Ahnung, wie das gehen soll irgendwie. Ich dachte zuerst, man könnte hier im Rohr entlang, dann da den Kanten, aber das geht ja irgendwie nicht. Ja, da haben keine Ahnung. Alle drei weggeschafft. Geht das überhaupt? Das geht. So, nee, geht nicht. Ich warte mal, bis der Typ da weg ist. Mal schauen. Was? Da hat sich was bewegt. Oh. Okay, der ist glaube ich wieder weg. Okay, gut. Von dem sind wir mal weg, hoffe ich doch. Was kam jetzt? Ach ja, genau, dieser extrem helle Ort. So, wie ging das nochmal? Ich glaube einfach hier lang. Ja, genau. Das war ganz fies versteckt und zwar hier im Gebüsch. Dadurch. So, und hier ist ein Laptop, den wir betätigen müssen oder halt benutzen. Und ein Medikit hat es auch gleich noch. Und noch ein Medikit. Das finde ich sehr geil. So, mal weitergehen. Ja, jetzt ist hier natürlich die Tür offen und wir können weitergehen. So. Da habe ich Shit gehört. Aber da ist keiner. Das war knapp. Thank you.
Ich weiß genau, was jetzt passiert. Was ist die? Tasche. Oh. Boah, das war scheiße knapp. Den lege ich schnell mal hier hin. Und ich gehe gleich weiter. So, und jetzt sind wir hier, wo der Part hoffentlich zu Ende ist. Nein, das ist doch noch nicht hier. Ach genau, jetzt kommt das. Was ist das? Oh. So, und zwar können wir jetzt auf den Typen raufspringen. Hallo, wer ist denn da? So, den haben wir. Und jetzt ist der Part aber zu Ende, sobald der Typ da weg ist und ich auch ins Licht kann. So, und jetzt schnell da hoch. Da hoch. Okay, man muss einen Wandsprung machen. Und rüber. Und hoch. So. Geschafft. Der nächste Part ist wieder blind und da habe ich leider keine Begrüßung, weil das halt wegen der Aufnahme so ein bisschen komisch war. Ja. Dafür entschuldige ich mich, aber ihr könnt sicher damit leben. Also, bis zum nächsten Part und ich hoffe, ich mache nicht mehr solche Fehler und wir sehen uns dann irgendwann mal.